Walking Dead. Ich fange jetzt schon zu lachen an. Ich krieg jetzt schon Lachflüsse. Egal. Hallo. Also, wir machen heute auch mal die Wie gut kennst du mich Challenge. Und zwar mit Bestrafung natürlich, wenn man eine Frage nicht weiß. Auch wir haben uns für die Schlagsahne entschieden. Wir machen es krasser, ja. 5 Sekunden haben wir für die Antwort. Wer nicht antwortet oder die falsche Antwort gibt, bekommt Sahne ins Gesicht. Oh, das wird fein. Das wird was werden. Ich weiß schon, dass ich alles abkriegen werde. Wer wird denn anfangen? Oh Gott. Ich hab so einen Schiss. Oh, ihr wisst gar nicht, was ich jetzt sage. Hey! Übertreib's nicht. Okay. Ah, ja, ja. Komm. Schau mal bei dir an. So. Hey. Jetzt ist deine Aufgabe. Nein, ist schon gut. Das geht kaputt. Schaut mal an. Wir streiten uns jetzt schon. Die Sahne geht leer sonst bei so vielen Fragen. Wer fängt an? Warte, ich muss üben. Oh, nein. Oh mein Gott, das ist heftig. Ich fange aber mit leichten Frage an. Was ist meine Lieblingsfarbe? Diese Grünton da, diese. Ich weiß schon, du warst über diese Militärgrün da! Ja, es ist! Ja, nein! Ich war es ist es! Nein, es ist Tilt! Ich weiß es! Ich weiß es, das ist diese Militärgrün da immer! Das, die heißt nicht so, komm her! Ja, bist du wahnsinnig? Ich hab es auch gewusst! Oliv heißt die Farbe, NATO-Oliv! Pass nur auf. Militärgrünfarbe. Ich zeig's dir. Also, das macht ihm Spaß, mich fertig zu machen. Jaweh. So, also, ich krieg's auch gleich ab. Ich weiß also, bestimmt gar nichts. Wann, in welchem Jahr oder in welchem Alter bin ich nach Deutschland gekommen? 1. In welchem Jahr? 2. 3. 71. 4. 5. So, das war's. Wann war's? 72. Oh, so knapp. Oh, ich hab deine Sahne aufbekommen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, im Alter von 2 Jahren wäre ja, das auch... Ja, das wäre okay gewesen. Scheiße. Ja. Da war ich noch gar keine 2, weißt du? Das war Februar, glaube ich. Aber es war ja 1972. Ich habe zwar an 2 Jahre gedacht, aber... Ja, genau. Toll. Okay. Also, egal. So knapp. So kann's gehen. Mhm. Das habe ich aber jetzt gut gemacht. Das war jetzt die Rache. Weil ich grün gewusst habe. Oh, das sind ja meine Fragen. So. Mach mal das Sahne zuerst drauf. Meine? Das sind nicht so viel jetzt. Wir haben, uns reicht die Sahne sonst nicht. Oh. Reicht. Es reicht sonst nicht. Wir wissen ja gar nichts mehr. Was ist meine absolute Lieblingsserie? Walking Dead. Okay. Ich hab's gewusst. Er hat zwar mehrere. Ja, zwar mehrere, aber das Warum habe ich ja gesagt, die absolute. Schmeckt schon gut. Mm. Lecker. Aber ich will es nicht abbekommen. Also irgendwie kriegt man jetzt ein Sahneproblem dann gleich. Mit wie vielen Jahren habe ich das erste Mal geheiratet? 1, 2, 3. 19. 4. Okay, er hat's gewusst. Super! Ah. Da hat er mal wieder richtig gut zugehört, okay? Weh! Ich kann nicht mehr! Geht's jetzt weiter? Wie heißt meine zweitjüngste Schwester? Zweitjüngste? Die Sylph ist es nicht, die andere! Die andere! Ich kenn sie doch! Wie heißt die jetzt gleich wieder? Hey Schwester, alles wegen dir! Claudia, ja, ich hab's gewusst! Alle Sachen, die ich gewusst hab. Ich bin ja so eine, echt. Ach ja, haben wir ja noch was. Was wollte ich immer werden, mein Traumberuf? 1,
zwei, Stewardess. Drei. Ich habe keine Ahnung. Ich mache seine Nase kaputt. Hebamme wollte ich werden. Wie viel Mal habe ich dir das erzählt? Habe ich vergessen. ich habe sie ins Auge gedrückt. Gib mal hin. Meine Arme. Mein armer Mann. Der tut mir jetzt echt leid. Ach, geht schon. Lass. Geht's? Okay, mein Mann ist stark. Mit wie vielen Jahren hatte ich meine erste eigene Wohnung? Mit 15. Halt. Echt jetzt, oder? Mit 13. Nein, mit 17. Mit 17. Meine erste eigene Wohnung. Ja, mit was dann? Ja, natürlich, das war doch die Zwei-Zimmer-Wohnung in... Das kann doch nicht sein, dass die jetzt schon leer ist. Das war doch das bei deiner Mama war es das doch. Was, das war doch... Mit 18 habe ich die erste Wohnung gehabt. Du hast doch selber gesagt, hast du da wieder... Vorher kann man doch gar nicht mieten. Oh, das ist so gemein. Ach, ich lasse es einfach. Ich lasse es jetzt auch. So. Mir ist so egal. Aber jetzt, wir schauen hier aus. Was denken sich die Leute über uns? Wir wissen hier gar nichts. Ich kann deine Frage lesen. Mit wie vielen Jahren hatte ich meinen ersten Freund heimlich? Mit wie vielen Jahren? Das Thema haben wir vor einem Monat erst gehabt. Eins, zwei, 16. Drei. Machen wir es mal so, dass deine Nase nicht kaputt geht. Und mein Mann, mit wie vielen Jahren war's? Dann habe ich doch schon gesagt, ich weiß nicht mehr. 15. Nächstes Mal zuhören. Mit 15 hatten wir noch keinen heimlichen Freund. Doch. Okay. Ich durfte ja nicht mal. Ich mach mal fertig ich hier. Ich brauche Sahne. Ich brauche jetzt Sahne. So. Wie oft war ich in den USA? Eins, zwei, drei, viermal. Ja, ich muss nur durchziehen. Okay. In welchem Jahr habe ich meinen Führerschein gemacht? Scheiße. In welchem Jahr? Da muss ich immer so viel rechnen. Oder sag mal, ich mach's ihm leichter. 90. Du spinnst wohl. Du hast Hakans Maxi-Cosi hinten gesehen, gell? Hä? Wie viel Mal hast du das Bild angeschaut, mein Mann? Ich bin schlecht im Rechnen. Okay. Wie viele Fragen haben wir schon gehabt? Ich habe bloß noch eine. Okay. Von welchem Formel-1-Fahrer war ich jahrelang Fan? Oh, der Deutsche. Oh, der Deutsche mit dem Opel. Stimmt's? Der Deutsche mit dem Opel. Also nicht Michael Schumacher. Nein, aber mein der Vater, Deutsche. Der fällt der Name nie ein. Darum habe ich die Frage genommen. Der Deutsche. Wie heißt der Deutsche? Heinz-Harald Frenzen. Genau, Frenzen. Ich wollte schon sagen Heidfeld. Ich war mal von Heidfeld Fan. Heidfeld. Wimmi. Ist aber nicht. Okay, letzte Frage. Meine letzte Frage. Hä? Gut. Mit wie vielen Jahren habe ich meine erste Puppe bekommen? Haben wir auch schon gehabt, das Thema. Sieben. Immer wenn... Da hast du siebenmal Sahne. Leute, ich war 11 Jahre, hab, wie ich meine erste Puppe bekommen habe. Ich habe sie mit Geschirrtüchern immer mir eine Puppe gebastelt und dann hat mein Bruder mir eine gekauft. Früher war alles so. Also ihr seht, wir wissen nicht viel voneinander. Ja, schau mal. Die zwei sonst wird man nicht so aus. Ja. Zwei Gespenster. Als Mann hat man immer das Problem, dass man nicht so richtig zuhört. Ja, nächstes Mal besser zuhören. Hab ich mehr gewusst? Ich glaube schon. Eine Frage vielleicht mehr. Wir haben so viel Sahne abgekriegt, das ist ja peinlich. Machen also. Wir das Video öffentlich? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Ich gehe duschen. Also, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Wir schauen aus wie so Geister. Ja, für das abonnieren und Daumen nach oben, bitte. Zombie. Tschüss. Walking Dead.